Morgen euch allen am Samstag, den 23. Mai. Ich melde mich wieder hier vor dieser Dreifaltigkeitsikone, die mir irgendwie so sehr vertraut ist und die, wie ich euch schon mal erzählt habe, ja in einem unserer Camps mal zerbrochen ist und die damit sich ausgestreckt hat in die weite Welt. Und wir sind da wieder mit unserem Go for Peace Impuls. Als ich heute Morgen über das Evangelium nachgedacht habe, da geht es nämlich wieder um die Dreifaltigkeit. Da kam mir aus meiner eigenen Kindheit die Erfahrung, dass ich immer gerne geschrieben habe. Also so richtig mit Hand. Und auch gerne Karten geschrieben habe. Und wenn mal wieder irgendeine Karte zu schreiben war bei uns zu Hause, dann bekam ich oft die Aufgabe, das zu machen. Und dann habe ich immer erst versucht, mich ganz in meinen Vater und in meine Mutter rein zu versetzen und zu denken, was würden die denn jetzt wohl denken oder schreiben? Und auch in die Seele meiner beiden Geschwister. Und dann kam mir das irgendwie und dann habe ich geschrieben. Und unten drunter stand dann immer Familie Wacker. Obwohl ich doch geschrieben hatte, aber ich hatte ja sozusagen als Ausdruck von allen geschrieben. Und heute im Evangelium bei Johannes im 16. Kapitel geht los mit Vers 23. Da sagt uns Jesus, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Und später sagt er dann, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Was heißt das eigentlich, in Jesu Namen bitten? Und bis jetzt habt ihr noch nicht in meinem Namen gebeten oder gebetet. Vielleicht hilft uns da das Wort aus dem Matthäusevangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Name Gottes, auch der Name Jesu, ist ja der Name Liebe, die bis ans Ende geht. Eine Liebe, die sich bis zum Letzten einsetzt, bis ans Kreuz. Und da, wo Menschen sich diese Liebe versprechen, wirklich aus Liebe ganz für den anderen da zu sein, sogar bereit zu sein, für ihn das alltägliche Leben reinzubuttern, da haben wir oft den Eindruck, wenn das gegenseitig wird, dann ist eine Dynamik da, dass Jesus selber da ist, denn es hat er uns versprochen, wo ihr in meinem Namen versammelt seid, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir so eins geworden sind, wenn wir so in ein tiefes Miteinander gefunden haben, dass wir den Eindruck haben, da ist ein besonderer Geist zwischen uns, da ist Jesus selber zwischen uns, dann ist es so wie bei einer Gitarre. Ihr kennt so ein Instrument. Und wenn wir wirklich dieser Gitarrenleib geworden sind, also dieser Klangkörper, weil wir so miteinander da sind und füreinander da sind und einander tragen und ertragen, also wo wir so Familie geworden sind, da ist es oft auf einmal, als wenn unter uns Jesus lebendig wäre. Und wenn wir dann anfangen zu beten und still werden und einer von uns das Wort ergreift, dann hast du den Eindruck, der hat gerade genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Oder der hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil ein anderer, wie der Ton, den ihr jetzt hört, wirklich seine Stimme erklingen lässt und ein anderer in uns und durch uns betet und wir auf einmal hier mitten in der Dreifaltigkeit drinnen sind, weil Jesus unter uns ist. Nicht mit den Augen sichtbar, aber mit den Augen des Herzens sehbar, erlebbar. Und er, der dann unter uns ist, er bittet in unseren Anliegen den Vater. Aber dazu gilt es wirklich immer wieder, dieser Klangkörper oder wie der Klangkörper einer Gitarre zu werden, fest zusammengefügt zu sein, zusammenzuhalten und aus diesem Geist heraus still zu werden und zu beten. Also die Voraussetzung ist miteinander, wie sonst, together, what could be better.
Ich wünsche euch einen richtig schönen Samstag und legen wir wirklich dieses Miteinander wie sonst.